Okay, let's go. Lustig, verrückt, ehrlich. Dave ist mir nicht lieber. So nennt mich, glaube ich, auch nur Freddy Torwarttrainer. Ein paar nennen mich Raumi, aber ich glaube, David ist schon am verbreitetsten in der Mannschaft. Ich habe schon so viele gehört, vor allem im Fußball, bei Ansprachen oder Besprechungen kommt ja oft vor, hier einen freien Raum anspielen oder den freien Raum bespielen oder den freien Raum nutzen. Und das sind dann immer so, wo ich selber dann nochmal kurz zucke vielleicht. Leipzig gefällt mir sehr gut, erinnert mich ein bisschen an meine Heimatstadt, auch von der Größe her. Die Leute sind recht freundlich, ist überschaubar die Stadt, das mache ich ganz gern. Ansonsten, Timo hat mir schon seinen Lieblingsdönerspot verraten, hat ihn mir auch gezeigt und er ist echt nicht so verkehrt. Schmeckt ganz gut. Die haben sich alle gefreut für mich. Ich glaube, für viele war das auch eine Überraschung, wie schnell es bei mir ging in den letzten Jahren. Und deswegen war die Freude natürlich groß. Jeder hat es mir gegönnt und war schön, dass man ein Umfeld hat, die sich für einen freuen. Wenn man in so kurzer Zeit sowas erreicht, ist wichtig, dass das Umfeld auch stimmt. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich habe. Ich werde das öfter gefragt und ich bin ein sehr spontaner Mensch, deswegen weiß ich noch gar nicht, was als nächstes dran ist. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen Platz am linken Arm, der Oberkörper, aber der Hals wird auch noch ein paar Sachen abbekommen, also lasst euch überraschen. So schlimm ist es nicht. Ich kann ganz normal einkaufen gehen, auch in die Stadt. Wenn man hier und da mal erkannt wird, freut man sich auch. Ich mache gerne Bilder, wenn man nett gefragt wird. Und ansonsten bin ich aber auch Fan von Gorillas und Flink. Dann muss man nicht in den Supermarkt laufen. Luciano und Post Malone. Klassik. Den besten Musikgeschmack würde ich mich mit reinnehmen natürlich. Ich mache ganz gute Musik. Christo macht aber auch gute Musik vom Spiel oder Schobo. Schlechten Musikgeschmack fällt mir jetzt gerade niemand ein, aber ich kenne einen Spieler in der Mannschaft, der hört gar keine Musik, sondern nur Podcasts und das finde ich auch nicht ganz gesund, aber den Namen nenne ich jetzt nicht. Ja, Pasta Raum ist hier so ein bisschen entstanden im Verein, weil ich mir meine Pasta hier immer zusammenstelle mit natürlich Nudeln, grünem Pesto, bisschen vegane Sahne, Mais mit rein und angebratenes Chicken, also Hähnchenbrust. Hat sich so durchgesetzt irgendwann als Pasta Raum und dann hat es Philipp, unser Koch, dann auch mal vorne in der Mensa für die Mitarbeiter angeboten und ich hoffe, alle Mitarbeiter freuen sich, wenn es das gibt. Ich habe bei meinem sozusagen ersten Profiverein, dann als ich die Nummer wählen durfte, die 22 genommen, weil ich am 22. Geburtstag habe, 22.04. Und deswegen ist das so ein bisschen die Nummer, die mir gefällt, die ich mag. Ich habe früher in der Jugend immer die 11 gehabt, weil ich Offensivspieler war. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt Verteidiger bin, ist die 11 nicht mehr ganz so passend. Aber die 22 passt ganz gut und ist das Doppelte. Und so hat sich das so ein bisschen ergeben. Ich muss tatsächlich sagen, in meiner Jugend war ich immer Fan, also als kleiner Stöpsel war ich Fan von Lukas Podolski, weil der auch Linksfuß war, deutscher Spieler. Und ich fand den immer ganz lustig, weil der ein bisschen frei Schnauze immer geredet hat und deswegen fand ich den immer ganz lustig, aber später natürlich dann habe ich mich dann auch an anderen Spielern orientiert. Gute Musik hören, kurzer Mittagsschlaf, ansonsten lachen beim Einlaufen, genießen, was ich da gleich spielen darf. Beides. Champions League Sieger. Wenn man die Champions League Hymne hört, ist natürlich immer besonders, wenn man dann vor allem noch am Platz steht und gegen Real Madrid spielt im Bernabeu, dann ist das natürlich ein Wahnsinnsmoment und ein Gänsehautmoment, da muss man das auch einfach genießen. Mit ein paar Spielern, ich gehe aber auch wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gerne mit meiner Kaffeegang, mit Xaver Schlager und Janis Blaswig einen Kaffee trinken, wenn wir Nachmittagstraining haben und das ist so ein bisschen so ein Ritual geworden, dass wir uns da treffen zum Frühstücken und einen Kaffee trinken und ein bisschen quatschen über Gott und die Welt und das ist so mit meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung mit Teamkollegen. Ich glaube von klein an hat man sich immer erträumt, wenn man Fußballprofi wird, dass alle Fans den eigenen Namen rufen und einen anfeuern und jubeln. Und genauso ist es jetzt als Erwachsener immer noch, wenn man diesen Traum lebt, dass man das genießt. Also ich genieße das zumindest jedes Mal, wenn mein Name gerufen wird und die Fans sich freuen, weil das halt immer der große Traum war. Und genau deswegen ist das nach wie vor ein sehr besonderer Moment und sehr schön. Wir haben viele lustige Spieler. Das ist natürlich auch immer Ansichtssache.
Ich muss persönlich sagen, Emil Forsberg ist recht lustig. Verstehe mich aber auch sehr gut mit Kevin Campbell, der auch trotz seines hohen Alters noch ein Kind ist, genauso wie auch Emil, und mit dem man immer schön scherzen kann. Puh, gute Frage. Ich glaube, wenn Willi mal voll durchziehen würde, hat er bestimmt einen guten Schuss, aber er schießt nicht so oft. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Joško Gvardiol. Aber natürlich ist Schobo auch zu nennen, weil der mit seinen kleinen Füßen da den Ball eine ganz andere Flugkurve und Kraft mitgeben kann. Ich spiele natürlich mit allen gern, muss ich sagen. Am liebsten zusammenspielen. Dann würde ich fast Dani Olmo sagen, weil dem kann man den Ball hinspielen, wie man will. Man weiß, der ist auf jeden Fall nicht weg. Und wenn er einen freien Fuß hat, dann weiß man, man muss einfach nur tief gehen und der Ball kommt eh an. Also Dani Olmo, aber auch Emil Forsberg sind so Spieler, mit denen macht es einfach Spaß zu spielen in jeder Spielform, in jeder Passform, weil man einfach weiß, da ist der Ball ganz gut aufgehoben bei den zwei. Oh, der beste Spieler der Welt. Also man muss natürlich ganz klar sagen, lang war Messi und Ronaldo natürlich vorne dabei. Mittlerweile kommt auch eine neue Generation nach. Es gibt natürlich unterschiedliche Spielertypen. Es gibt Mittelfeldspieler, Stürmer, da muss man immer unterscheiden. Aber ich muss sagen, Kylian Mbappé ist schon ein anderes Level. Aber wenn man natürlich auch nach Toren geht und da muss man auch einfach ehrlich sein, uns hat er auch geschadet. Es ist einfach Erling Haaland, der natürlich Wahnsinns-Dinger gerade macht und Rekorde aufstellt. Ah, gute Frage. Ich konnte mir immer irgendwie gut vorstellen, dass ich vielleicht mal Lehrer werde. Gut befreundet würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall verstehen wir uns ganz gut. Wir haben uns beim Länderspiel getroffen. Wir hatten früher schon mal kurz irgendwie flüchtig Kontakt. Er wurde ja dann auch relativ schnell bekannt. Deswegen war der Austausch aber jetzt ganz lustig bei der Nationalmannschaft. Und ja, er ist einfach ein cooler, lustiger Typ, mit dem man sich gerne unterhält, aber mit dem man auch gerne mal die eine oder andere Nachricht austauscht. So, das war's. Vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte einiges beantworten. Als nächstes werde ich Timo Werner nominieren. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Fragen für ihn.